Sie geht zu einem Cookie-Tator und benutzt da wohl irgendwelche Codes, die ihr wohl mitgegeben worden sind. Und dann könnt ihr tatsächlich sehen, wie erst die Notbeleuchtung anspringt und dann die Deckenlumen anfangen, so ein bisschen grünlich zu leuchten, was das alles auch wieder so ein bisschen in ein merkwürdiges Licht taucht. Geht voran. Selbstverständlich, folgt mir. Und so geht sie voran, führt euch durch gewaltige Korridore, die allesamt dann eben auch wieder erleuchtet werden, nachdem sie dann irgendwelche Codes eingegeben hat. Alles ist ansonsten runtergefahren. Und ihr könnt sonst auch nichts hören aus dem Inneren. Es ist so, als würde alles gedämpft sein. Ihr wisst zwar, dass es auf den schwarzen Schiffen auch Folter- oder Verhörzellen gibt, aber dieses Schiff scheint quasi ausgestorben. Bis ihr dann in einem gewaltigen Vorraum auch auf einen Kommandotisch treffen könnt und eine weitere gewaltige Tür, die davon abführt, die wohl auch geöffnet ist. Ihr könnt weitere Kryokammern sehen oder Stasiskapseln, die wohl allerdings gerade nicht besetzt sind. Und im anderen Raum könnt ihr eine große Anzahl von Personen erkennen, die sich da wohl auch gerade unterhalten. Ihr könnt viele Deathwatch Space Marines erkennen, aber eben auch Astartes, die in Rot gewandelt sind und dann nach einem zweiten Blick als Blood Angels zu erkennen sind. Oder aber als ein Nachfolgeorden von den Blood Angels. So genau kennt ihr euch mit den Leuten nicht aus. Aber hier ist dann auf alle Fälle eine ganze Menge an Besatzung zu erkennen. Und ihr könnt dann auch sehen, wie der Kapitän Lord Kapitän Hydroph dort mittlerweile hingebracht ist. Ihr könnt auch noch die beiden anderen Inquisitionsmitglieder erkennen, den Reiniger Xerxes, den Arbitrator und auch wohl den Interrogator, der euch mit seiner Reibeisenstimme schon die letzten paar Male eingewiesen hat, den Hohen Magister Xanthes. Ja, währenddessen scheint wohl der Inquisitor selbst mit einer Servorüstung in Gold und einem gewaltigen Hammer neben sich bekleidet, könnt ihr ihn dort erkennen, wie er wohl gerade zu dem Kapitän spricht. Nun zu euch. Mein Interrogator berichtete mir, dass ihr einen Genestealer-Befall auf eurem Schiff habt. Ein Leutnant von euch wurde infiziert und Reiniger Xerxes hat es sich mit diesem angenommen. Wir können jedoch nicht ausschließen, dass es weitere Symbionten in euren Reihen gibt. Ihr werdet also nie wieder Kontakt mit Schiffen oder Welten bekommen und Mannschaftsmitglieder von Bord bringen. Ich schlage also vor, dass ihr eure Männer, euch selbst und ihr Schild der Angst reinigt. Leitet die Bombardierung des Kraken ein. Feuert jeden Torpedo ab und jedes Laser, den ihr habt. Bringt euer Schiff so nah wie möglich an den Schwarm heran und sprengt dann euren Warp-Reaktorkern. Der Imperator möge euch vielleicht vergeben. Mein Lord. Darf ich gehen? Ihr dürft gehen. Ah, willkommen. Damit breitet er seine Arme aus und ja, deutet auf euch. Ja, dann marschieren wir mal näher hin, ne? Mit donnernden Schritten. Ihr wart erfolgreich, wie ich vernommen habe. Mein Interrogator berichtete mir, dass ihr sowohl uns verständigt habt, auch wenn mittlerweile die Astropathin den Selbstmord begangen hat, als auch, dass ihr den Symbiarchen ausgeschaltet habt. Hervorragend. Das ist korrekt, Inquisitor. Simeon Plegmos, ich habe euch bereits angefordert für die Evakuierung des Xenobiologos. Wir haben uns allerdings noch nicht kennengelernt. Willkommen auf der Hammer von Scintilla. Ja, ich schlag mir auf die Brust. Ein knappes Nicken. Berichtet, was ist euch zugestoßen? Feindkontakt auf dem gesamten Planeten. Invasion, Tyrannie der Lebensform. Sie hatten sich bereits örtlich ausgebreitet, vermutlich im Sektor Dreckloch oder Fabrika, schwierig jetzt herauszufinden. Planet wurde gereinigt, feindliche Hauptlebensform vernichtet, hat aber vermutlich ihr Primärziel erfüllt, die Schwarmflotte zu rufen. Truppen am Boden sind schwächlich ausgebildet und zufriedenstellend angeführt. Danach sind eure Truppen eingetroffen. Den Rest kennt ihr vermutlich. Könnt ihr etwas sagen zur Inquisitorin Kalistrati? Tot. Vermuten wir. Wir konnten nur ihre beschädigte und blutige Servorüstung bergen. Wir vermuten, dass sie gefallen ist. Das war mitten im feindlichen Bau.
Wir konnten jedoch noch Informationen extrahieren. Die Inquisitorin hat schon seit langem Protokolle geführt und auch den Astartes herbeordert. Sie hatte wohl da schon einen Verdacht. Ausgezeichnet, ihr habt den Rosarius geborgen. Gebt ihn mir bitte. Aber natürlich, hier. Ja, ihr könnt auch sehen, wie jetzt der merkwürdige Magos Biologus Zalos Fyakai herantritt. Das ist derjenige, den ihr damals gerettet hattet von dem anderen Mond im Castevel-System und euch den Datenkern bzw. den Rosarius abnimmt. Dann nickt er wohl den Blood Angels zu, die Symbolik daran, ja, wie gesagt, merkwürdig, und gibt ihnen dann weitere Befehle. Bruder, Captain, ihr habt eure Befehle und werdet die Sororitas unten unterstützen. Ihr wisst, was zu tun ist. Der scheint nur stoisch zu nicken und dann gehen die 20 Blood Angels ab. Ein letzter bleibt zurück. Das ist derjenige in schwarz gekleidet, allerdings auch mit einer roten Schulterplatte. Auch dieser letzte teilt die Gesichtszüge seiner Brüder in Rot. Auch sie sind bleich und eben wie aus Marmor gemeißelt. Und auf seinen Kopf ziert ein Kranz, fast wie ein Heiligenschein aus zwei blonden Zöpfen, als er euch den Kopf entgegenneigt. Brüder? Bruder? Es war mein persönlicher Wunsch an den Lord Inquisitor, euch unterstützen zu dürfen. Wenn ihr geneigt seid, will ich mich Kill Team Avalos anschließen. Ja, wir benötigen Unterstützung. Der letzte Kampf war überraschend knapp. Die Tyrannie der Lebensform war deutlich kräftiger, als wir vermutet hatten. Dann soll mein Schwert eures sein, auf das wir es in noch einer tränken können. Ein weiterer Bruder in unserer Runde ist uns gerne willkommen. Vor allem, da wir uns bisher mit menschlichem Ballast umherschlagen mussten. Die Menschen und ihre Werke sind es, für die wir unseren Kampf führen. Aber ihn zu führen, ist unsere Aufgabe. Wohl gesprochen, Bruder. Ich reiche ihm die Hand. Ich bin Octavius von den Ultramarines und heiße euch willkommen. Ich bin Arminius von den Blood Angels. Arminius, ich heiße euch in den Reihen willkommen. Dort als Svensson von den Space Wolf. Ein weiterer Engel in den Reihen. Gabriel von den Dark Angels. Ich kümmere mich um unser Wohlbefinden. Ja, Wilhelm. Imperial Fists. Herkunft. Heil, Holy Terror. Ich gebe Deckung. Für meine Brüder. Es ist wohl, eure Bekanntschaft zu machen. Doch lasst sie uns nun an den Feind tragen. Wird gemacht. Freut mich, dass ihr nur Bekanntschaft gemacht habt. Wir werden mich nicht weiter mit planetaren Missionen. Wir haben die Bloodswords, die Ekklesiarchie mit den Sororitas anwesend und selbstverständlich weitere Inquisitionsakoloten und Thronagenten. Wir werden eine weitere Mission für euch brauchen, die euch angemessen ist. Ruht euch erst einmal aus. Weitere Missionspunkte werdet ihr bekommen, wenn ihr wieder funktioniert. Lord Gabriel, ihr werdet im Apothekerraum alles finden, was ihr braucht, um euren Bruder zu versorgen. Selbstverständlich stehen auch die Marines bereit, um eure Rüstung zu reparieren. Wir werden den Schwarm vernichten. So ist es. Brecht erstmal auf in die geheiligten Hallen, die euch als Unterbringung zur Verfügung stehen. Dieses Schiff ist selbstverständlich ausgelegt auf Astartes Größe. Ruht euch aus, trinkt, esst. Und dann sehen wir uns in einem Tag wieder. So sei es. Salutiere. Was Ordentliches zu trinken, und ich funktioniere wieder. Meine Brüder, aber ihr begleitet mich erstmal ins Apothekarium. Ihr werdet zusammengepflegt. Darauf freue ich mich schon. Wenn ihr mir was zu trinken gibt, könnt ihr an mir herumwerkeln. Feuer braucht das Ordnis an der Kehle. Du trinkst nichts, während ich dich bandagiere. Bruder Arminius, auf ein Wort.
Habt ihr schon einmal gegen Tyranniden gekämpft? Ein oder das andere Mal. Nun, das ist hilfreich. Es ist wohl die feindseligste Xeno-Spezies, die man sich nur vorstellen kann. So der Imperator uns gnädig ist, aber bei weitem nicht die verschlagenste. Das ist glücklicherweise richtig. Der Lord Inquisitor weiß es noch nicht. Doch der unaufhaltsame Zahn von Schwarmflotte Dagon hat sich in den Planeten gebissen. Und ab hier ist es nur noch eine Frage der Zeit. Mag eine Frage von Tagen sein oder eine von Jahrtausenden, aber er wird sie kriegen. So könnt ihr diese kleine Kommandostation im Herzen des Schwarzen Schiffes verlassen und euch ja, gemeinsam mit der Pilotin, die euch dann in eure Räumlichkeiten bringt, in eure ja, Unterbringung verziehen. Ihr könnt sehen, wie dort in der Mitte von euren Unterbringungsmöglichkeiten, selbstverständlich mit gewaltigen Statuen gesäumt von Helden der Death Watch, mit Namen, die nie wieder vergessen werden sollen, von Helden des Ordens, die seit Tausenden von Jahren dort eben gekämpft haben, führen weitere Räumlichkeiten ab, in denen ihr euch dann höchstwahrscheinlich sehr wohl führen werdet. Bei Bruder Arminius stehen dann irgendwelche Gralsfiguren, irgendwelche goldenen Reliquien deines sanguinischen Ordens auf den verschiedenen Regalen. Du kannst bei Tordal kannst du erkennen, wie große Metfässer an den Seiten aufgereiht sind, sodass man schon wusste, dass du kommst. Du kannst auch noch irgendwelche Felle auf deinen Betten erkennen, die mit eisenharten von eisenharten Wölfen irgendwie aus Fenris dann bezogen worden sind. Also jeder findet hier die Annehmlichkeiten, die man braucht, die man dann eben gewohnt ist von seinen eigenen Heimatplaneten, sodass es euch eben an nichts mangelt. Ja, und so könnt ihr euch erstmal zurückziehen in eure eigenen kleinen Räumlichkeiten oder aber wie gesagt in das große, in die große Halle, in der ihr euch dann allesamt treffen könnt, wo dann eure eigenen Räume von abgehen. Ja, dann widme ich mich erstmal der Reinigung meiner Rüstung und meiner Waffen und wenn das alles erledigt ist, zu meiner vollsten Zufriedenheit, dann werde ich mich in die Haupthalle begeben, um mit meinen Brüdern zu speisen und zu trinken. Na ja, mein Apothekarius meinte, ich darf nicht trinken, während ich bei ihm bin, und gehe erstmal vorher und gehe dann zu ihm. Um mich etwas mit meinen Wunden zu behandeln lassen. Ja, ich beschaue mir so lange die Ausstattung, was denn hier an medizinischer Ausstattung vorhanden ist und suche gezielt nach sowas wie einem Diagnosehelm. Ja, also du hast hier verschiedene Bahren, die dann auch mit bester Cogitator-Technik versehen sind, selbstverständlich auch Helme, irgendwelche Tech-Marines, die dir dann eben auch beistehen und dann eben den maschinellen Teil übernehmen. Vor allem auch, wenn du Brüder irgendwie von den Iron Hands oder sowas dabei hast, kannst du sie dann selbstverständlich auch wegschicken. Aber hier wird dann eben das Apothekarium direkt neben den Tech-Marines dann eben auch aufgebaut sein. Du kannst gewaltige Tanks erkennen, die dann wohl mit irgendwelchen Flüssigkeiten gefüllt sind, die dann eben auch die Haut deines Space Marines oder die inneren Organe auffüllen. Weitere Drogen, die du dann hier auch erkennen kannst oder zum Spritzen von irgendwelchen anderen medizinischen Dingen, die ein Space Marine in seinen Organen eben braucht. Du kannst Dinge zum Extrahieren der Gensaat erkennen oder eben auch zur Aufbewahrung der Gensaat. Also hier findest du im Prinzip alles, was das Herz eines Marines braucht. Also nicht nur der Apothekarius, sondern vor allem der Deathwatch-Apothekarius, der ja irgendwie an allen Orden herumschnippeln müsste. Und da bist du in sehr guten Händen. Wunderbar, da finde ich mich da erstmal ein wenig ein und warte dann, bis meine Brüder zu mir kommen. Ja, Bruder Wilhelm wird selbstverständlich auch noch einen Schmerz- oder Geißlerhandschuh dann erkennen, mit dem du dich dann selbst strafen und reinigen könntest, wenn du das möchtest. Weitere Deathwatch Marines würdest du dann hier aber auch zurzeit nicht finden. Die sind dann entweder nicht vorhanden oder aber Arminius, der dann hier schon verweilt hatte, ist dann sowieso schon direkt zu euch aufgeschlossen. Und ja, wie gesagt, ihr könnt euch dann in euren eigenen kleinen Unterbringungen umsehen und könnt dann gemeinsam in die Halle treten. Zum Feiern. Wie gesagt, ich gehe, nachdem ich mich erstmal mit einem ordentlichen Horn aus Met gereinigt habe, gehe ich dann gezielt zu Gabriel
Immerhin hat er mich eh schon einigermaßen zusammengeflickt auf dem Planeten. Also weiß ich, dass er nicht unfähig ist. Auch wenn er eben von den Dark Angels kommt. Aber er ist der Einzige, der mir meine 100% momentan wiedergeben kann. Ich schaue ihn dann dementsprechend auch sehr genau auf die Finger, soweit es geht, was er eben tut. Bruder, du kannst dich in guten Händen fühlen. Mit der Ausstattung, die mir hier geboten wird, mache ich dich wieder wie neu. Bring mich nur in den alten Zustand und nicht neu. Obwohl man da natürlich einiges verbessern könnte. Ich mach's dir wahr. Einmal die Gelegenheit. Werdet ihr schon zeigen, wer der Bessere ist. Ja, aber jetzt halt mal still. Ja, und das dauert dann erstmal, mache ich erstmal provisorische Sachen, die Grundprozedere, und dann am Ende des Tages würde ich nochmal mit einer Behandlung abschließen. Denn erst dann gibt's die Leben zurück. Möchtest du das jetzt schon gewürfelt haben? Nee, das musst du. Im Prinzip musst du es nicht würfeln. Auf diesem Schiff musst du es nicht würfeln. Ach so, okay, also die sind einfach. Das ist eine Leitung von 40, ist halt egal. Die sind also einfach wieder voll. Komplett wieder geheilt? Ja, genau. Also die Sachen, die hier sind, würden dem Apothekarius eine Leitung von 40 geben. Das ist Technologie aus, wie gesagt, dem dunklen Zeitalter und dementsprechend gut. Ja, ich beantrage dann auch einen dieser Diagnosehelme zu bekommen. Dann die Vitalität der Brüder im Auge zu behalten, kann Leben retten. Ja, sollst du bekommen. Zurzeit ist kein weiterer Apothekarius vor Ort, der dir dann hier in diesem Heiligtum widersprechen könnte oder würde. Und das ist zwar ein weißer Helm, der ist jetzt nicht für die Deathwatch ausgelegt, aber auf alle Fälle funktioniert er. Und wenn du den jetzt mitnimmst, dann ist das so. Ja, wunderbar, nehme ich mit. Ja, irgendwelche Dinge, die ihr noch ausspielen möchtet, irgendwelche Feindseligkeiten oder irgendwelche Brüderlichkeiten, die ihr noch austauschen möchtet? Wenn mich mein verehrter Dark Angel wieder einsatzfähig schreibt, habe ich dann noch ein Problem mit ihm. Die sich aufgestaut haben vor, der er mich das letzte Mal ein wenig zusammengeflickt hatte. Und somit würde ich ihn am Ende der Feier dann in einen Trainingsraum beordern. Ja, Trainingsräume sind dir selbstverständlich auch gegeben, zweigen dann auch von euren großen Hallen ab, sodass ihr da einen gewaltigen Schießstand habt, wo ihr dann eben auch mit Beute auf verschiedene Entfernungen schießen könnt. Das Schiff selber ist mehrere Kilometer lang, also da müsstet ihr keine Angst haben, dass es zu kurz wäre. Und dementsprechend groß sind auch eure Räumlichkeiten. Und selbstverständlich gibt es auch eine Arena, in der ihr dann entweder üben könntet oder aber eben auch rituelle Reinigungen ausführen könntet mit, ihr könnt sehen, Kettenschwerter, Kettenäxte, teilweise sogar Kettensäbel von irgendwelchen White Scars. Ja, muss auf alle Fälle so sein. Und hier ist quasi alles, was ihr irgendwie mal ausprobieren wollt. Von Orden sämtlicher Couleur. Ja, dann nutzen wir doch die Trainingsmöglichkeiten, sobald wir wieder erholt sind, oder? Dem stimme ich zu. Zuvor, bevor Training. Wie gesagt, Gabriel, ich sagte bereits, heute Morgen, dass ich dir zeige, wer von uns dann schlussendlich der Bessere ist. Sobald ihr wieder erholt seid, Brüder, sollten wir uns in den Kampf werfen. Der Feind wird nicht schlafen. Nur so sollten wir es auch nicht tun. Nein, er hat recht. Es war unsere Schuld, dass wir nur mit einem das Primärziel nicht erfüllen konnten. Die Inquisitorin tot ist. Wir haben die Rituale nicht eingehalten. Wir hätten den Kampf schon auf beim ersten Zusammentreffen bestreiten müssen.
Das in dieser Fehler sollte uns nicht nochmal passieren. Da hast du recht, ja. Wir müssen sehen, dass wir unsere Scharte wieder auswetzen. Lasst uns nach einem neuen Einsatz bitten. Ja, Bruder, ich bewundere ja deinen Erfindungsreichtum, aber ich vermute, dieser Einsatz muss erst noch gefunden werden. Der Lord Inquisitor wird uns eher früher als später beauftragen. Ja, dem stimme ich ebenfalls zu. Ihr solltet die Gelegenheit nutzen, euch ins Gebet zu vertiefen, solange ihr noch die Möglichkeit habt. Ja, ich denke, ein Tag müsste genügen, um uns wieder vollständig herzustellen. Lasst uns diese Aufgabe annehmen, diesen Tag zu nutzen. Nun, Brüder, wollt ihr es austragen oder nicht? Weil dann würde ich euch jetzt empfehlen. Nun, der Angel hat bereits den Schwanz eingezogen und ist davongelaufen. Also. Ich habe nichts dergleichen getan. Ich habe gesagt, das schon wieder. Wir müssen die Rituale wahren. Also, ich bin bereit, mich dir zu stellen. So sei es. Ja. Das kann ich nur damit dienen, genauso den Allvater. Kann diese Feindseligkeit zwischen euch nicht gutheißen, aber wenn es damit erledigt ist, dann habt ihr meinen Segen. Ja, das sehe ich ähnlich. Es gibt uns vor allem ein gutes Omen für die nächste Mission. In der Tat. Unsere Väter haben dies schon getan. Ein Tropfen Blut, der nicht für den Imperator vergossen ist, ist ein Tropfen Blut, der vergebens vergossen ist. Aber aufhalten kann ich euch wohl kaum. Ich nick meinem neuen Bruder respektvoll zu. Ich warte im Ring. Schnapp mir mein Horn und stapfe Richtung Arena. Ja, ich werfe noch einmal den Blick durch die Reihen meiner Brüder, nicke und laufe ihm hinterher. Ja, während ihr euch dort im Ring versammelt, könnt ihr noch sehen, wie die Tür aufgeht und ihr seht, wie ein Mensch da reinkommt, der dort mit einer seiner armen Plastrüstung steht. Dazu wird er gerade aus dem Gefecht kommen, dreht sich gerade noch eine Zigarre in seinen Mund und stellt sich dann neben euch, als würde er dazugehören, schaut dann nochmal euch an, steht irgendwo neben Arminius, Zigarre. Dies ist nicht der Ort für die Sterblichen. Und dies ist nicht der Ort für die Menschen. Hinfort mit euch. Geht und tut euren Dienst, so wie wir unseren tun. Ja, ich mache ja gleich. Bin in 10 Minuten weg. Jetzt. Ah. Astartes, ne? Damit bietet er ein letztes Mal seine Zigarre an. Ich wische ihn mit der Hand gedanklich hinfort. Ja. Dann dreht er sich wieder um und kickt noch einen kleinen Stein, der irgendwo rumliegt. Wenn ihr dann den sandigen Untergrund unter euch spürt. Ihr kämpft ohne Rüstung, ja? Also ich stehe ohne Rüstung dort. Ausgezeichnet. Ringt ihr oder macht ihr irgendwas mit Schwertern oder so? Blicke zu Gabriel. Wähl die Waffen. Ja, das Schwert. Also Gabriel zieht das Schwert. So sei es. So ist es schnell entschieden. Okay, dann nehmen wir das Schwert. Und packt er mein Kettenschwert. Ich schüttel den Kopf. Fang an, leise zu schimpfen. Ja, aber Bruder, ich gebe dir recht, es ist eine Verschwendung unserer Zeit. Allerdings sollten wir sie überwachen, damit sie sich nicht umbringen. Ich würde sie am liebsten beide sofort erschießen. Das wäre eine Verschwendung imperialer Ressourcen, von der ich euch abraten würde. Ein undisziplinierter Haufen. Dass meine Brüder zu Hause auf McCrack sehen würden. Der Imperator schuf die Primarchen nach seinem Bilde. Und er schuf uns nach ihrem.
Und so wie unser Gebaren der Wille des Imperators ist, so ist es auch ihres. Auch wenn wir dies nicht immer sehen können. Reißt euch zusammen. Ihr versteht offensichtlich den höheren Zweck dieses Kampfes nicht. Er muss hinter uns gebracht werden. Euer höherer Zweck ist im Kampf für den Imperator zu sterben, nicht im Kampf mit euren Brüdern. Nun, ihr sagt ja bereits, unsere Väter taten dies. Einst auf dem Schlachtfeld, wir tun es hier. Arminius schüttelt mit dem Kopf, verschränkt die Arme und betrachtet den Rest des Vorgehens schweigend. Okay, Initiative, während ihr euch umkreist. Wie ein Löwe, wie ein Wolf. Ich gehe mal davon aus, das Kettenschwert ist nicht eingeschaltet, ne? Es ist einfach jetzt nur als Schwert vorhanden. Also ich weiß nicht, ob wir das wirklich auswürfeln müssen. Ich meine, im Schwertkampf ist mir auf jeden Fall ahead. Mir war nur wichtig, dass wir das hinter uns bringen. Und wenn ich dann einen starken Treffer kassiere. Ja, wer anfängt. 1W10. Beziehungsweise Initiative auf alle Fälle einmal. Okay. Das erste Blut. Das heißt den ersten Schlag und dann schauen wir mal. Machen wir einfach, weil es ein Übungskampf ist, würfelt ihr den Schaden normal aus und addieren den, dann ist das ein Übungskampf und dann gucken wir mal, wer da am Ende klein war. Ich gehe einfach davon aus, das wird auf den ersten Schlag hinauslaufen. Ja, wie gesagt, offen aus und dann machen wir halben Schaden, wenn es dann soweit ist. Ja, normalerweise bis zum ersten Blut, oder? Ja, genau. Erstes Blut. 9, dann gehen wir von der Grundinitiative aus, die ist einmal 6, das heißt Tordal fängt an. Tordal? Tordal darf beginnen. Würde sogar treffen, ja. Ja, dann werde ich in die Parade gezwungen. Autsch. Ja, ich möchte das auch irgendwie nicht verändern. Ja, du versuchst dein Schwert hochzureißen, aber die Wucht von Tordal treibt dir die Klinge nach unten. Auch wenn es eine geheiligte Waffe ist, kannst du eben sehen, wie sich die Zähne von dem Schwert in deine Schulter eingraben und einfach durch die brutalste Wucht von Tordal, aufgestauter Frust über die letzten paar Stunden des Einsatzes, über den letzten Tag, wenn du ihn verwundet, verarztet hattest, aber hier siehst du dann, wie sich die gewaltige Wucht von einem Limon Ross gegen den Löwen entlädt. Stellvertretend graben sich die Zähne von dem Kettensägenschwert in deine Schulter, auch wenn sie dann eben nicht reißen und irgendwie Blut entfernen, aber du spürst es, wie es ekelhaft zieht und du tatsächlich so auf ein Knie gedrückt wirst durch den gewaltigen Hieb. Wo will man Schaden aus? So, jetzt muss ich nur darauf aufpassen, dass ich nicht die Servorüstung mit reinrechne. Ja, und behalt am besten den Zorn des Imperators bei dir. Ja, zieh einfach 2 ab, dann hast du es doch. Ja, ich wollte gerade nur gucken. Das war zum Glück nur eine 9. 19 halbiert sind 10 Schaden. Ja, ich glaube, das kommt nicht durch den Widerstand. Ja, beziehungsweise wir machen erst die 19, ziehen dann deinen Widerstand ab und halbieren dann. Okay, das sind dann 5 Schaden oder sowas, ne? Ja, 5 Schaden. Gut. Ja, wie gesagt, der erste Wucht, im Prinzip könntest du noch einmal reagieren. Ja, ich dürfte rein theoretisch noch einen zweiten Schlag machen. Ich hab einen zweiten Angriff. Würde dann einfach nochmal so die Faust Richtung Magen versuchen zu senken.